Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Und heute werden wir Trauben nach Osnabrück fahren. Ich glaube, ich war da schon mal, aber egal, wir bringen sie trotzdem dahin. Ich würde sagen, wir nehmen hier den Auftrag auch direkt mal an und dann... Ja, sehen wir uns gleich wieder, sobald es geladen hat. Okay, Leute. Wir sind drin. Ich hoffe, es leckt nicht. Also es kann natürlich wieder sein, dass es rumleckt. Was mir schon mal leid tut. An der Stelle. Ich habe gestern auch offscreen ein bisschen gespielt. Weil ich finde, das ist so geil mit dem Lenkrad. Und ja. Es liegt übrigens ein bisschen an meiner Streaming-Software. An meiner Aufnahme-Software, dass das hier so rumhängt. Weil offscreen... passiert da gar nichts, also da leckt nichts. Also es liegt anscheinend an OBS. Habe ich so die Vermutung. Aber mal sehen. Leute, 132 Kilometer schaffen wir doch, oder? Wir müssen 50 km/h fahren. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich fahre aber eh immer schneller. Das hat man ja in den ein oder anderen Videos schon gesehen, ne? Oder hier, ich schnippe einfach mal rein da und ramm dich, zack. Adios, amigos, ich bin da mal weg. Hallo, Bus. Darf ich dich auch mitnehmen? Warte mal, ich will mal kurz was gucken. Trade aus. Ah, ja. Leute, ich habe ja schon in ein oder anderen Videos gesagt, ich will mir ja so oder so bald einen neuen PC holen, was noch ein paar Jahre dauern wird. Ja, aber ich will mir ein neues holen. Das liegt auch fest. Ich muss hier noch gar nicht links. Ja, ja, hier ist grün, ne? Also ich sehe hier gar keine rote Farbe oder sowas. Ja, guck, da vorne ist er auch. Hier ist rot. Hier fahre ich über rot. Ja gut, hier leckt es. Also jetzt merke ich es auch, dass es bei mir im Spiel leckt. Aber es ist einfach nur, weil das Spiel so viel rendern muss tatsächlich. Habe ich gerade festgestellt. Und ich sollte auch mal Licht anmachen. Fällt mir gerade ein. Das habe ich nämlich gar nicht angemacht. Leute, ich will mir ja einen PC holen, was auch ein bisschen teuer ist. Also ich weiß gar nicht, wie teuer. Den hole ich auch von MIFCOM. Den jetzigen, den ich habe, habe ich ja auch von dort. Der ist nicht so geil. Also der ist geil, aber ich habe ihn nicht so geil konfiguriert. Und ich will mir bald einen neuen holen, der auf jeden Fall in vierstelligen Bereich ist. Ne? Der, den ich jetzt habe, war nur im dreistelligen Bereich. Wissen, was auch schon viel ist, aber halt, das kommt nicht auf die vierstellige Zahl. Und die vierstellige Zahl ist auch nicht bei 1000, sondern höher. Die ist auch nicht bei 2000, auch nicht bei 3000, auch nicht bei 4000, das kann ich euch sagen. Also der PC kostet ein bisschen mehr als 4000. Ich glaube sogar mehr als 5000 sogar. Aber Leute, was nimmt man nicht alles in die Hand? Oder in der Hand, in die Hand? In der Hand. Oder? In die Hand? Leute, egal. Wir fahren jetzt hier einfach... aus nach Hannover raus. Wir sind nämlich anscheinend noch irgendwie in Hannover. Steht da. So, es könnte sein, dass es jetzt wieder rumleckt, weil wir hier in einer Stadt sind. Und da muss das Spiel ja sehr viel rendern. Ja, ich bin so froh, bald einen neuen PC zu haben. In ein paar Jahren. Aber ja. Da habe ich nicht mehr diesen blöden Stress mit diesen scheiß Lags. Also muss ich wirklich sagen. Also, ich habe eine geile Grafikkarte. Ne? Ich habe ja die 4080. Aber was ich nicht habe, ist ein geiles Mainboard. Ich frage mich trotzdem, wie diese 4080 auf dieses Mainboard funktioniert. Also wir haben die halt einfach eingebaut, aber irgendwie funktioniert es halt, ne? Keine Ahnung. Aber ich hole mir auf jeden Fall innen neuen. Ich hole mir alles neu. Also auch Tastatur, Maus, Monitore, alles. Auch ein neuer Tisch, alles. Aber das mache ich erst, wenn ich tatsächlich wirklich wahrscheinlich... alleine wohne. Sorry. Wahrscheinlich, wenn ich dann alleine wohne. Weil jetzt alles neu noch zu holen, weiß ich jetzt nicht. Wetten, es wird jetzt rot, wenn ich da bin. Ah, guck, was habe ich gesagt. Wir dürfen hier nur 40 fahren? Oh, warum darf man hier nur 40 fahren, wenn jeder... Großstadt, in jeder Stadt darfst du 50 oder 30 fahren, aber noch nicht 40, Junge. Immer diese Sonderregeln hier bei den ganzen Städten. Bayern-Potenzial.
Sorry, nichts an den Bayern. Die Bayern sind sehr nett. Ich bin sogar Bayern-Fan. Also, was wollt ihr eigentlich, ja? Na, ich gucke mir gerne die Spiele von Bayern einfach an, weil die sind schon geil. Das kann man sorgen. Jetzt ist wieder diese Scheißkurve, Alter. Ja. Also, ich würde tatsächlich auch nach Bayern ziehen, also nach München. Problem ist nur, die ist halt sehr teuer, die Stadt, ne? Und ich habe nicht das Kleingeld dafür. Ja. Das ist dann halt wieder ein Problem. Warum ist Bielefeld? Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Nach Osnabrück, glaube ich, ne? War das jetzt Osnabrück? Bitte nicht umfallen, bitte nicht umfallen. Ah! Oh, alles im grünen Bereich. Oder eher im roten, aber trotzdem. Nee, warte mal, jetzt mal ehrlich. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Geil. Egal, wir müssen noch 100 Kilometer fahren. Das spricht doch noch eine geile Fahrt hier. Leute, heute ist. Nee. Wenn das Video rauskommt, ist Montag, ne? Gut, dann ist nicht heute, sondern gestern das WM, wollte ich gerade schon sagen, das EM-Spiel gewesen. Ich hoffe mal, England hat gewonnen, weil die Handballmannschaft soll nicht gewinnen. Ja. Nein, dieser Hand einfach zwei Torwarte hatte man da, ne? Und der Schiri hat es auch noch durchgehen lassen. Ah, ich check den Schiri nicht. Ah, ich hoffe, dass dieser Schiri, der da pfiffen hat, nicht in dem Spiel pfeift von England und Spanien. Also jetzt das Finale pfeift. Ich weiß es nicht, weil ich hab's noch nicht gesehen. Aber ja. Boah, ich hoffe, England gewinnt. Also Spanien soll nicht gewinnen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Spanien gewinnt. Ich habe auch tatsächlich für Spanien getippt. Also 2-1 habe ich, glaube ich, getippt. Einfach deswegen, weil Spanien die beste Mannschaft von der EM ist. Mit Deutschland natürlich. Weil Deutschland hat gegen die ein Tor geschossen. Dann hätten sie sogar noch ein Tor geschossen, hätten sie Elfmeter gekriegt und dann sogar noch eins, weil sie haben zweimal Elfmeter, also hätten zweimal Elfmeter kriegen müssen. Ja, aber egal, lassen wir es einfach mal sein, ne? Es ist halt so, man kann da jetzt eh nichts dran ändern, aber dann holen wir uns halt einfach den WM-Sieg, ne? Hoffen wir mal. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir im WM-Spiel, in den WM-Spielen, jetzt habe ich es, deutlich geiler spielen werden, weil Nagelsmann die wahrscheinlich so trainiert, ne? Ich glaube, jetzt aktuell sind ja keine Spiele mehr von Deutschland, ne? Außer vielleicht die Nations League, die kommt ja jetzt noch, ne? Was heißt, kommt noch im August, fängt sie, glaube ich, an oder am 9. Er kann auch sein, dass sie nicht im August anfängt, sondern noch später. Aber auf jeden Fall gucke ich mir die Nations League eventuell auch an, wenn man die irgendwo gucken kann. Ich habe ja keine Ahnung, wie man die gucken kann. Aber würde ich, glaube ich, auch gucken. Vielleicht holen wir uns das einfach mal. Ja, wenn wir die holen. Ist schon gute Zeichen, dann könnten wir auch die WM vielleicht gewinnen. Was ich eher bezweifle, tatsächlich, dass wir die WM gewinnen. Aber vielleicht kommen wir ja ins Finale oder Halbfinale, ne? Das wäre natürlich geil. Also ins WM-Halbfinale und Finale ist geiler als in Europa-Meisterschaft. Also die Weltmeisterschaft ist um einiges geiler als die Europameisterschaft. Ja. Na, ich gucke mir das Spiel auf jeden Fall heute mal an. Also für euch ist es gestern gewesen. Ich gucke mir das Spiel heute an. Ne? Und mal sehen, wie es wird. Ich hoffe, also, bla. Wenn Spanien gewinnt, ne, dann falle ich auf meinen Kopf, weil da bin ich sowieso schon, aber dann falle ich. Egal. Ich hoffe einfach, dass sie nicht gewinnen. Nein, die sollen nicht gewinnen. Diese Foul-Spieler. Die kommen auch nur mit den Fouls tatsächlich voran. Ne? Die machen nur Foul-Spiele. Und die kommen damit jedes Mal durch. Also ich hoffe, die haben einen Schiedsrichter, die dagegen ein bisschen was machen, würde ich mal sagen. Weil das ist echt zum Scheißen. Ich glaube aber, die UEFA hat auch jetzt ein bisschen reagiert drauf und hat den Schiedsrichter jetzt nicht mehr dem Spieldings reingepackt. Also ich glaube, der pfeift dieses Spiel nicht. Wenn er das wieder pfeift, dann sage ich jetzt schon, hat Spanien gewonnen. Also wenn der Schiedsrichter pfeift, haben die gewonnen. Ganz klar.
Also da braucht man auch das Spiel gar nicht mehr gucken. Da kannst du auch erst, wenn Schluss ist, reingehen. Weil dann gewinnt Spanien auf jeden Fall, wenn die den Scheiß Schiedsrichter haben. Der nur für die pfeift. Der hat auch nur für Spanien gepfeift, fällt mir mal gerade so auf. Junge, jedes Mal, wo hier den Namen, den ich nicht aussprechen kann, Musiala, habe ich glaube ich richtig ausgesprochen. Der wurde dann runtergezogen und so. Der hat nicht gepfiffen, der hat 11 Meter nicht gepfiffen, der hat nichts gepfiffen, boah. Und kriegt dafür 50 Milliarden Euro gefüllt. Ja, so viel jetzt nicht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Oder er kriegt gar nicht das. Er kriegt wahrscheinlich Geld von der spanischen Mannschaft, Alter. So, wir sind aber auch schon in Osnabrück. Wo ist denn hier dieses grüne Ding? Boah, was macht das grüne Ding da? Ich denke kurz eine Runde. Jetzt mit hier mal 360 Grad Lenkrad geht das ganz easy. Ah, ja, nichts passiert. Alles im grünen Bereich. Ich bin gerade nur gegen Anhänger gefahren. Macht nichts. So. Bremsen. Auto. LKW meine ich. So. Zack. Dann gehen wir einmal in die neutralen. Feststellbremse. Motor aus. Enter drücken. Dann auf überspringen. So. Bestätigen. Dann auf einmal Ergebnisse jetzt anzeigen. Fortfahren. Und Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like und einen guten Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.